Gut. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, bin ich live auf Sendung und ich freue mich sehr. Die nächste Session anzukündigen. Und ich habe mit Astrid Emde, Jakob Miksch und Michael Reichert, Moment, hervorragende Sprecher und Sprecherinnen. Und die Session heute ist ja so ein bisschen eine Einführung, einfach um mal zu schauen, wo sind wir denn? Was ist Open Source Software? Was macht die, was macht der Foskis? Es wiederholt sich vielleicht einiges zu den Sessions von der Einführungsveranstaltung, aber ich glaube, man kann Dinge nicht oft genug hören. Gut. Als erste Rednerin möchte ich gerne Astrid Emde vorstellen. Astrid ist ein langjähriges Mitglied beim Foskes e.V. und war auch im Board of Directors von der OSGEO, der Open Source Geospatial Foundation. Und ich weiß, dass Astrid eine Folie für sich hat, deswegen, Astrid, ja, die Bühne ist deine, nutze sie und viel Spaß beim Vortrag. Fit für die Foskes Grundlagen im Bereich freie Software. Ja, herzlichen Dank, Atina, für die nette Einführung und willkommen hier zur Foskes 2022. Mein Vortrag heißt Fit für die Foskes, also für die jetzt gestartete Foskes-Konferenz. Und dieser Vortrag soll sich vor allen Dingen an Neulinge hier auf der Konferenz richten und soll Ihnen die Orientierung erleichtern und vielleicht ein paar Grundlagen erklären. Wir werden sehen, wir haben es mit sehr vielen Akronymen zu tun, sehr viele neue Begriffe, die Sie lernen. Und genau, dafür möchte ich Ihnen ein paar Orientierungshilfen geben mit diesem Vortrag. Die Einführung vom ersten Vorsitzenden des Foskes, dem Jörg Thomsen, die war schon mal sehr gut, um so einen Überblick zu bekommen. Und auch die zwei Keynotes fand ich sehr geeignet. Also einerseits zur Entwicklung von freier Software und durch den Dr. Marco Lechner und auch zu Open Data haben wir schon sehr viel gehört. Und jetzt schauen wir mal weiter, was es alles noch in diesem Zusammenhang zu erwähnen gibt. Ja, mein Name ist Astrid Emde. Ich arbeite in Bonn bei der Werkgroup schon sehr lange, seit 2002 als GIS-Consultant und seit vielen Jahren setze ich dort Projekte mit Open Source Software um. Und ja, das ist auf jeden Fall immer eine spannende Herausforderung. Es sind sehr tolle Projekte, mit denen ich da zu tun habe. Ich habe auch mit Standards zu tun und ich bin sicherlich eine der wenigen, die jetzt schon auf jeder Foskes vertreten war. Der Jörg Thomsen hatte ja gesagt, dass die 2003 die erste Foskes stattfand. Das war aber wohl eher eine Anwenderkonferenz. Und ja, die Foskes-Konferenzen starteten dann eigentlich 2006, die offiziellen. Und ja, wie man sieht, ich habe hier auch aufgeführt, welche Open-Source-Software bei mir so im Einsatz ist. Das sind schon mal Softwareprojekte, die Sie hier kennenlernen können. Und wir werden auch gleich noch was über Foskes und OSGEO hören und OSGEO Live. Von daher gehe ich jetzt direkt mal einen Schritt weiter. Genau, die Foskes-Konferenz, auf der wir jetzt hier uns gerade befinden, das ist eine Konferenz für den Dachraum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und wir sind die führende Konferenz für freie und Open Source Software, für Geoinformationssysteme und für die Themen Open Data und OpenStreetMap. Auf der Karte hier sehen wir, wo die Foskes-Konferenz schon überall einmal stattfand. Und ja, im letzten Jahr wären wir gerne nach Rapperswil nochmal zum zweiten Mal gekommen. Da war die Konferenz online und auch dieses Jahr können wir uns leider nicht in Marburg treffen, sondern sind hier online zusammengekommen. Und ich denke aber, diese Teilnehmendenzahl von über 650 Personen zeigt, wie groß das Interesse an dieser Konferenz ist. Und
Ja, Sie können gewarnt sein, weil wenn Sie einmal bei der FOSCIS waren, dann möchten Sie sicherlich wieder auch zur nächsten FOSCIS kommen. Es hat quasi so einen Suchteffekt und es gibt nicht nur Vorträge, Workshops, Diskussionsrunden, Birds of the Feathers, sondern ein wichtiger Punkt ist auch die Vernetzung. Und wichtig zu erwähnen ist vielleicht auch nochmal, dass die Konferenz vor allen Dingen durch ehrenamtliches Engagement getragen wird. Wir haben, wenn wir vor Ort sind an einer Universität, haben wir immer ein Local Team, das die Arbeit übernimmt. Und dann gibt es noch so ein ständiges Konferenzteam, was dann beispielsweise für das Programm zuständig ist oder für die Aufzeichnungen, für die Anmeldung und die Registrierung. Und das ist auf jeden Fall ja sehr beeindruckend, was dort jedes Jahr auf die Beine gestellt wird. Und neben dieser Wissensvermittlung, die die Konferenz einnimmt und bietet, ist ein großer Mehrwert auf jeden Fall die Vernetzung. Also das ist das, was wir auch erreichen wollen. Wir möchten Sie mit anderen in Kontakt bringen und möchten, dass Sie Gleichgesinnte treffen, mit denen Sie sich austauschen können. Es gab beispielsweise da auch immer den Wunsch, die Kaffeepausen doch länger zu gestalten, damit man mehr Zeit zum Austausch hat oder auch beim Gala-Event die Musik leiser zu machen, weil einfach dieser Austausch ja sehr, sehr wichtig ist. Und von daher möchte ich Sie nochmal motivieren, in dieser Online-Version sich auch mal in der Netzwerkwelt zu tummeln und da mal zu schauen, wen Sie dort treffen können. Gestern Abend hatten wir schon ein nettes Ereignis. Da war das Geo-Chicas-Treffen, wo wir Frauen eingeladen haben, als Pre-Event mal vorbeizuschauen und sich kennenzulernen. Und auch da haben wir schon gemerkt, wie wichtig diese Vernetzung ist und ja, was das einfach auch an Bereicherung dann darstellt. Ja, genau, die Konferenzseite, die haben Sie ja alle schon kennengelernt und da finden Sie auch nochmal die Informationen, wer da im Team beispielsweise aktiv ist in der Konferenz. Und wenn Sie Lust haben, beispielsweise auch im nächsten Jahr teilzunehmen und sich selbst zu engagieren, dann sind Sie da auf jeden Fall auch herzlich willkommen. Ja. Der FOSCIS e.V., das deutschsprachige Local Chapter der USGO, von der wir gleich auch noch mehr hören werden, offizielles Local Chapter der OpenStreetMap Foundation für Deutschland. Und der Jörg Thomsen hat es schon erwähnt, wir sind derzeit mehr als 250 Mitglieder. Der Verein wurde 2000 gegründet, damals noch als GRAS-Anwendervereinigung. Und der Verein organisiert Konferenzen, Arbeitsgruppen, Stammtische, Hacking-Events und hat mit der Katja Haferkorn, die in Berlin die Koordinierungsstelle nun seit anderthalb Jahren führt, eine sehr, sehr gute Ansprechpartnerin, die hier auch bei der Konferenz Wahnsinniges geleistet hat. Und ja, da sind Sie auch herzlich eingeladen, beim FOSCIS-Verein mitzumachen. Wir hatten ja schon heute Vormittag gehört, dass es Arbeitsgruppen gibt, zum Beispiel zu offenen Daten oder agiles Vorgehen in Ausschreibungen. Und wenn das für Sie auch Themen sein können oder wenn Sie gern ein neues Thema hier vielleicht auch anregen möchten, dann sind Sie beim FOSCIS-Verein herzlich willkommen. Auch ohne Mitgliedschaft könnten Sie sich da engagieren. Es ist auf jeden Fall eine sehr offene und Sie willkommen heißende Gemeinschaft. Ja, dann als nächstes schauen wir mal, was die USGO ist. USGO ist eine globale Organisation. USGO steht für Open Source Geospatial Foundation. Es ist eine Non-for-Profit Software Foundation, die weltweit von Freiwilligen getragen wird. Und diese Foundation propagiert und fördert Open Source USGO Technologie, offene Standards und offene Daten.
Die OSGEO wurde 2006 gegründet von diversen Vertretern von Open-Source-Software-Projekten, die sich darüber zusammengetan haben. Und seit 2006 wurde eine sehr, sehr agile und große globale Community aufgebaut. Der Vosges-Verein ist ein Teil der OSGEO, also das heißt, wir sind ein Teil der globalen Community. Und neben dem deutschsprachigen Local Chapter gibt es auch noch über 20 weitere Local Chapter auf der ganzen Welt verteilt, die im Kleinen auch Events, also Veranstaltungen organisieren, so wie wir das machen, und über Mailinglisten kommunizieren oder sich auf irgendwelche Arten vernetzen. Die OSGEO organisiert die jährliche Phosphorgie-Konferenz. Die findet 2022 in Florenz statt. Im letzten Jahr fand sie online statt und wurde aus Argentinien von dem Team organisiert. Und das ist quasi eine Vosges auf globaler Ebene, also noch mal ein bisschen größer. Und das ist sicherlich auch, wenn Sie mal die Möglichkeit haben, an so einer Veranstaltung teilzunehmen, eine sehr, sehr bereicherndes Erlebnis. Und ja, vielleicht schaffen Sie es ja dieses Jahr in Florenz dabei zu sein. Die OSGEO organisiert auch oder beteiligt sich auch beim Google Summer of Code schon seit vielen Jahren. Da läuft gerade die Bewerbungszeit, sodass Projekte sich hier auch beteiligen können und demnächst dann Studenten oder Studentinnen und in diesem Jahr sogar auch Nicht-Studenten sich dort bewerben können und für Softwareprojekte dann kleinere Missionen umsetzen können und darüber auch eine Finanzierung bekommen. Dann schauen wir mal auf die Webseite der OSGEO. Wir hatten heute Morgen schon gesehen, dass der auch nochmal, dass wir beim Vosges verschiedene Informationen haben zum Verein, aber auch hier ein Dienstleisterverzeichnis mit Ansprechpartnern, mit Firmen vorliegen haben, die uns unterstützen können. Und das haben wir genauso auch bei der OSGEO, also im internationalen Bereich. Das heißt, hier gibt es auch weltweit diverse Dienstleister, die uns hier unterstützen können. Und diese Seite der OSGEO, die kann man mit ganz viel Ruhe entdecken. Da gibt es Informationen zur OSGEO, beispielsweise zum Vorstand, zum Board, zu den Strukturen, die hier vorliegen. Und es gibt auch Informationen zu den Softwareprojekten, die von der OSGEO vertreten werden. Das ist eigentlich das Kernstück der OSGEO. Und hier sehen wir, gibt es OSGEO-Projekte. Das sind Projekte, die einen Aufnahmeprozess durchlaufen haben. Und Sie sehen auch, dass diese Projekte aus verschiedenen Bereichen kommen, beispielsweise Desktop-Anwendungen. Da wird jeder wahrscheinlich QGIS Desktop kennen oder GRASGIS. Aus dem WebGIS-Bereich haben wir OpenLayers oder MapServer oder MapBänder hier gelistet. Und das sind Projekte, die diese Inkubation durchlaufen haben, also ein Code-Review, das Projekt wurde analysiert und daneben gibt es noch Community-Projekte. Da war der Aufnahmeprozess nicht ganz so streng und ausgiebig und entsprechend sehen wir hier auch eine ganze Reihe an weiteren Projekten, die sich der OSGEO angeschlossen haben. Neben diesen Projekten gibt es aber noch eine andere Liste. Also da kann ich hier auf View All Projects gehen und kann hier noch weitere Projekte entdecken. Man sieht hier an dem Logo dann immer, ob die zur OSGEO gehören oder nicht und was für einen Status die haben. Und so kann ich ja auf der Suche vielleicht nach Software da mich umschauen. Genau, wofür steht die OSGEO? Da sehen wir jetzt hier die Ziele der
OSGEO. Wir haben Open Source einerseits, also die Sicherstellung der gemeinschaftlichen Softwareentwicklung in der Community, Vernetzung auch von Entwicklern, von Community über Mailinglisten, die beispielsweise von der OSGEO bereitgestellt werden oder Server, die genutzt werden können. Dann Open Data, die Bereitstellung frei verfügbarer Daten zur beliebigen Nutzung. Die OSGEO fördert offene Standards, ist dabei auch beispielsweise mit Mitgliedern der OSGEO aktiv mit dabei, im OGC sich zu engagieren. Und diese Standards ermöglichen ja interoperable Software und vermeiden Abhängigkeiten. Und das sind auch Ziele, die die OSGEO verfolgt. Dann engagiert sich die OSGEO in der offenen Ausbildung, um Schwellen zu beseitigen und das Lehren und Lernen ohne Schwellen zu ermöglichen. Und da gibt es ein Projekt, das heißt Geo for All. Das ist auch sehr zu empfehlen. Jetzt muss ich mal gerade suchen. Hier, Geo for All. Da kommen wir auch über die OSGEO-Webseite hin. Und das ist ein Projekt, was weltweit Labs anbietet, also Lernlabore anbietet und sich über Lehrmaterial austauscht. Und gibt es verschiedene Universitäten, die hier vertreten sind und auch weitere Labs könnten hier eingerichtet werden. Also das ist auch sehr spannend, wenn ich mich im Bereich der Lehre bewege. Dann jetzt mal eine kleine Vereinigung. Also wir können uns den Vosges e.V. anschließen, die OSGEO, der OSGEO beitreten. Oder es gibt auch kleinere Vereinigungen der Softwareprojekte, wie beispielsweise der QGIS-Verein, Anwendergruppe Deutschland e.V., der sich zum Ziel gemacht hat, QGIS zu fördern und mit den Vereinseinnahmen hier das Projekt zu fördern und beispielsweise auch Entwicklungen, die vielleicht aus dem deutschsprachigen Kontext sich ergeben, dann voranzufördern. Und hier habe ich einen Link mal eingefügt. Mitglieder stellen sich vor. Wer sich für QGIS interessiert, der könnte sich da mal umschauen und gucken, was andere QGIS-Mitglieder so beschäftigt und was die so machen. Ja, dann gibt es natürlich die Frage, also wenn wir jetzt da neu einsteigen und ein Projekt umsetzen möchten, welche Software ist denn vielleicht für meine Anforderungen genau die richtige? Und da sehen wir, es gibt zahlreiche Projekte, haben wir eben schon auf der OSGEO-Seite gesehen. Und da muss ich jetzt erstmal rausfinden, welches Projekt für mich vielleicht geeignet ist für meine Fragestellung und ob die Lizenz vielleicht passt, ob ich da Unterstützung bekomme. Und da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, sich dort umzuschauen und das Richtige für einen zu finden. Ein tolles Projekt ist dabei das OSGEO Live-Projekt, was wir auch hier auf der Vosges im Einsatz haben in unseren Workshops. Das ist eine Software-Sammlung mit über 50 Softwareprojekten, mit einer Dokumentation und mit Daten. Die Dokumentation ist auch auf Deutsch zum großen Teil übersetzt, sodass da auch keine sprachliche Hürde vorliegt. Dann haben wir die Möglichkeit, über OSGEO Live die Software direkt auszutesten, ohne eine Installation vorher bei uns lokal durchführen zu müssen. OSGEO Live kann über einen bootbaren Stick ausgeführt werden oder in einer virtuellen Maschine laufen. Und jedes Jahr gibt es dort eine neue Version, die auch als Proof of Concept gelten soll, um zu zeigen, dass die verschiedenen Softwarekomponenten da sehr gut zusammenspielen. Und genau, wir haben gerade den Desktop gesehen von OSGEO Live. Zu OSGEO Live gibt es auch eine Webseite, auf der wir dann auch direkt ohne die Installation vorab uns orientieren können. Wir können auch hier die
Softwareprojekte uns anschauen, die hier auf der OSGO Live vorliegen. Wir sehen auch hier diese Unterscheidung in diese verschiedenen Kategorien und sehen auch hier, dass an dem Symbol, dass hier sehr viele OSGO-Projekte vertreten sind. OSGO Live ist auch ein Projekt der OSGO. Und ein Mehrwert, den das Projekt auch bietet, ist hier diese Metrikseite. Da kann ich sehen, Statistiken zu den Projekten kann ich mir hier anschauen und sehe beispielsweise, wie die Aktivität ist von den Projekten. Das kann ja auch schon ausschlaggebend sein, vielleicht auf meine, für meine Programmwahl. Und da sehen wir beispielsweise QGIS, ist natürlich sehr aktiv und ich kann auch sehen, wie viele Leute dort Entwicklung beitragen. Und habe hier einen sehr guten Überblick. Diese Metrics, die kommt über OpenHub-Statistiken, werden die zusammengestellt. Und der neue Zyklus für die nächste Version, die Version 15 für OSGO Live, der startet jetzt in Kürze. Also wer gern mitwirken möchte oder auch neue Projekte, die sind hier sehr willkommen. Astrid, müsste es zum Ende kommen. Ja, dann haben wir noch das TEB-AV-Portal. Finden wir die ganzen Videos der FOSGIS und haben hier ein Videoarchiv, sodass wir auch neben der Konferenz da noch ganz viele Möglichkeiten haben, uns das Ganze im Nachgang noch anzuschauen. Ja, Atina hat mich aufgerufen, zum Ende zu kommen. Von daher würde ich jetzt an dieser Stelle zum Schluss kommen. Open Source und freie Software werden wir sehr viele Projekte hier auf der Konferenz kennenlernen. Sie werden sich hier sehr gut orientieren können und ich hoffe, Sie haben eine tolle FOSGIS. Denken Sie dran, ein wichtiger Punkt ist das Vernetzen hier auf der Konferenz und ich gehe mal zum Schluss meiner Folien, wo ich Ihnen auf jeden Fall noch viel Spaß erstmal hier auf der Konferenz wünschen möchte. 3 oder 4, wenn Sie den OpenStreetMap-Tag noch mitnehmen, tolle Tage wünsche ich Ihnen und viel Spaß. Applaus, Astrid, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe gerade auf dem Chat geschaut, sind keine Fragen, noch keine da. Wir haben aber noch ein paar Minuten. Und ein wichtiger Hinweis vielleicht noch zur Phosphor-G. Ich habe gelesen, ja, wir sind dabei. Also der Call for Papers ist auch noch offen bis nächste Woche. Ich glaube, bis zum 14. können noch, genau, bis zum 14. März können noch Vorträge eingereicht werden. Mhm. Und ich würde quasi einen Call for Action an alle rausgeben. Beteiligt euch noch und macht mit. Ganz kurz, ich hatte es anfangs vergessen zu sagen, wer ich überhaupt bin. Ich bin Atina Trankas, ich arbeite beim OGC in Europa und kleine einfach noch als Info, die OSGO und das OGC haben auch ein sogenanntes Memorandum of Understanding und wir arbeiten sehr eng mit der OSGO zusammen und im Moment läuft gerade ein Joint Code Sprint von der OSGO, der OGC und der Apache Software Foundation. Und dabei geht es um die Weiterentwicklung der OGC API Family. Und genau, grundsätzlich, wenn jemand Fragen zum OGC hat, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung und Astrid deckt die FOSGIS-Seite ab. Ah ja, danke, Astrid. Perfekt. Gut, ich gucke nochmal auf den Chat. Also eine Frage, sind die Videos von der FOSGIS auf dem TIP TEBAV-Portal identisch mit den Videos unter YouTube oder gibt es dort mehr? Ja, ne, die sind identisch und es ist so, dass wir
uns sehr glücklich schätzen, dass wir mit dem C3VOC-Team zusammenarbeiten, die während der Konferenz die Videos aufzeichnen und dann direkt nach YouTube auf YouTube veröffentlichen. Und dann ist es meistens, dauert es ein paar Tage oder ein paar Wochen, bis die dann auch in dem TIBAV-Portal vorliegen und dann wieder rückwirkend auf der FOSCIS-Konferenzseite verlinkt werden. Der Vorteil beim TIB ist, dass wir dort auch dann eine DOI bekommen zu jedem Video, sodass das eindeutig dann auch referenzierbar ist. Und im TIBAV-Portal gibt es eine Verschlagwortung. Man kann auch an bestimmte Stellen in einem Video springen, um sie so zu referenzieren. Also das ist eine sehr, sehr toller Service. Und für uns als Anwender, die wir Wissen aufbauen wollen, ist es ein toller Schatz, ne, dass wir sowohl auf YouTube, dann im Archiv des CCC und dann noch im TIBAV-Portal auf die Videos zugreifen können. Alles klar, vielen Dank, Astrid. Kurz noch, da sind natürlich auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre zurück die Aufzeichnungen gehen. Man kann es also auch schauen, was war bei der letzten FOSCIS. Genau, man kann auch nach. Genau, wir können da nach Schlagworten suchen, nach QGIS oder FOSCIS, genau, 2020. Und es sind auf jeden Fall zahlreiche Jahre dort veröffentlicht worden, auch im Nachgang. Und auch die Phosphor-G, die State of the Map und andere Veranstaltungen liegen dort vor. Ja, hier noch DOI ist eine super Sache. Danke für den Hinweis als kleiner Kommentar. Mhm. Gut. Ja, wir haben jetzt keine weiteren Fragen mehr. Also nochmal, ich sag mal schön, Applaus. Vielen Dank, Astrid.